Karte. Ja, da könnte es noch sein. Okay, südöstlich. Genau, da bei den ganzen Drachen. Da ist schon mal ein Schrein. Oh. So, Kleinvieh schon mal ein bisschen ausgeräuchert. Was haben wir hier für einen Schrein? Schrein der Kälte. Sieht doch ein bisschen anders aus als die anderen. Oh, da ist ein Brunnen drauf? Nee, ein Haus. Du warst der Einsiedler, hm? Jo. Ha, hier auf dem Bergrücken könnte das natürlich auch noch sein. Das wäre auch ein schöner Platz. Also ein schön schwer zu erreichender Platz normalerweise. Okay, gehen wir einfach nach Westen durch und dann nach Osten durch. Hallo, Drachen. Ne. Also Westen durch war schon mal nicht. Drachen schnell umgehen. So. Hier bei dem Ausläufer vielleicht? Nein. Und danach Drachensand und Sweetwater. Also Drachensand war ja ganz schön garstig mit den ganzen Drachen halt. Und Titanen. Sweetwater ist dann nochmal schwieriger. Da müssen wir echt nur durchhuschen. Mal gucken, was es für die Mission überhaupt gibt. Das ist ja doch schon recht anspruchsvoll, was die Gebiete angeht. Und zeitaufwendig und überhaupt. Und hier ist auch nichts oben drauf. Das ist jetzt ärgerlich. Ich würde den Auftrag ungern wieder aufschieben. Weil ich weiß, wie das damit ist. Dann vergesse ich später wieder die Hälfte, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Und aber es sieht danach aus. Wir sind jetzt einmal hier rumgeflogen. Wir sind einmal den Bergrücken lang geflogen. Wir sind einmal um den Vulkan rumgeflogen. Hier waren wir, glaube ich, auch schon überall. Ja. Na gut, dann schlafen wir erstmal und gucken jetzt nach Drachen. Den haben wir noch nicht. Schlafen wir erstmal und trinken dann von dem Brunnen da. Du. Das da. Und Gerugan, trink. Wow, okay. Wo sind wir? Oh, hier ist mir nicht wohl. Ja, hier wäre mir auch nicht wohl. Vor allem, weil der und der instant töten können. Wo sind wir? Burg Kriegsbeier. Lauf. Oh, lauf. Okay. Du. Stadtportal, das ist auch geil. Das war ein garstiger Brunnen. Ganz schön garstiger Brunnen, ja. Okay. Davon trinken wir nicht nochmal. Und wir haben gesehen, dass Burg Kriegsbeier ziemlich garstig ist. Da waren Drachen drin. Ein Raum voller Drachen. Das muss echt nicht sein. Na gut. Verkaufen wir unseren Krimskrams. Geschlossen. Oder auch nicht, weil die viel zu früh zu machen. Also, kein Kriegsbeier erstmal mehr. Hier saut es mit Drachensand aus, haben wir kein Portal hin. Also Blackshire und dann nach Süden. Und Weisen? Nein. Du. Fliegen. So. Oh, das hat wach gemacht. Also erstmal diese Instant-Töter Minotauren, dann diese komischen Geier-Dinger. Haben wir die schon geöffnet? Ja. Und dann Drachen hinterher. Also normalerweise wahrscheinlich etwas machbar, wenn man nicht auf einmal alles pullt, wie ich das gemacht habe. Aber ich wollte einfach nur noch raus. Besser halt irgendeine Ecke suchen, wo ich rundenbasierten Modus machen kann und dann, ne? Nach und nach ein paar Sachen weghauen. Aber es hat nicht so ganz geklappt. Du, Tag des Schutzes, du, Tag der Götter, du, Fliegen. So. Wir sind hier ja doch schon etwas zickzack geflogen.
Und ich glaube, wir hatten das Podest dabei auch schon mal gesehen. Das ganze Rühren von den Möchtegern-Drachen ist schon... ja, doch. Hier sind auch richtige dazwischen. Oh, okay. Den Obelisken gucke ich mir später an. Au, au, au. Au, au, ja, ja, ja. Du, hallo. Das soll etwas höher fliegen, ne? Den Brunnen gucke ich mir auch später an. Den Brunnen auch, aber jetzt ist alles noch viel zu garstig. Müssten wir erstmal anfangen, hier alles ein bisschen auszudünnen. Noch mehr Drachen, 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 Drachen. Oh, da ist eine Truhe. Wart mal. Stein zu Fleisch. Wo war das Ding? Du. Telekinese. Okay, wir haben die Falle ausgelöst. Das hatte ich so nicht vorgehabt. Telekinese. Haha. Sehr schön. Athena. Auch bekannt als Ring der Gelehrten. 100 Intellekt minus 40 Stärke. Wer von beiden? Ich glaube schon fast eher Myrrhum, weil sie halt dadurch mehr Zauberpunkte bekommen würde. Weil sie hinkt ja immer tierisch hinterher. Ja, mach ich mal. Reaktion plus 25. Trefferpunkte plus 25. Oh, so. Du. Ausdauer, Geschick. 15 Glück. Zauberpunkte 10, Zauberpunkte 20. So. Zauberpunkte weg. Wie viel hast du jetzt? 295. 12 Zauberpunkte mehr durch 100 Intellekt. Das ist irgendwie mau. Aber ja, später bringen die Punkte halt nicht mehr ganz so viel, was schade ist. Zauberpunkte plus 10. Da kann ich nichts machen. Charisma plus 12, Rüstungsklasse, Elektroresistenz kann weg. Ich weiß es nicht. Zauberpunkte plus 10, so. Die Schuhe. Genau. 12. 8. Reaktion plus 12. 25 Trefferpunkte. Besser. So, das kann auch weg. Und ganz viele Sachen, die repariert werden könnten. Was mache ich, sobald ich von den Drachen weg bin? Oh, warte mal ganz kurz. Na, na, na. Lay. Genau, danke. Da ist mir noch eine zweite Truhe. Oh, genau. Yikes, 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 da sind noch mehr. Oh, genau. Rüstungsklasse plus 18. Entzieht dem Ziel Trefferpunkte. Das klingt sehr gut. Keiner Platz, okay. Gold, Gold, Gold. Pelinore. Spezialkraft plus 30 Ausdauer, Trefferholung und Wiederherstellung von Trefferpunkten. Das klingt immer. Du, da, du. Hast keinen Platz, okay, du. Nein. Nein. Sollst auf den Bogen nehmen. So, jetzt aber weg, 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 weg. Wir haben genug Drachenfeuer eingeatmet und die Drachen bestohlen. Jetzt würden wir doch ganz gerne weiter das Podest suchen. Du, Kraftheilung. So, was ist mit der grünen Insel da drüben? Ach, hier war das. Aha, sehr schön. Schwing. Also es fehlt nur noch Kriegsbeier, wo wir ausgiebig gesucht haben. Und Sweetwater. Du bist so ein Tauscher. Hallo, wie geht's? Du machst gar nichts. Du bist ein Bankier.
Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Waffenmeister, ich habe eigentlich gehofft, dass hier irgendwelche ganz tollen Lehrer sind. Schön, dass du da bist. Sphärenmusik. Die Sterne und die Planeten singen. Wie geht's? Quelle der Jugend. Es gibt zahlreiche Gerüchte über mein Wüstenhotel, aber die Quelle der Jugend, über die jeder zu reden scheint, ist nicht hier. Sie ist ein paar Tagesreisen westlich von hier. Willkommen in meinem Wüstenhotel. Du wirst feststellen, dass wir hier nichts von dem Trubel der Dörfer und Städte der Länder von Endros haben. Vielleicht, weil hier überall Drachen hausen. Entspanne dich einen Moment und genieße die Stille der Wüste, mein Freund. Wenn du interessiert bist, wir haben hier Händler, die seltene Gegenstände gegen Waffen und Rüstung tauschen. Westlich von hier, hm? Du meinst sie zufällig östlich von hier. Da wären nämlich zwei Brunnen und da ist noch ein Riesenbrunnen in dessen Dungeon. Westlich? Was ist westlich von Drachensand? Ist das Sweetwater? Du. Paradiestal. Oh. Okay. Merken wir uns mal. Ungefähr westlich von hier. Hallo. Gibt's die ewige Jugend. Kein einziger Lehrer. Hallo. Tormeister. Zaubermeister. Oh, hallo. Wassermeister. Windmeister. Also interessante NPCs gibt's schon mal, aber das war's dann auch. Und lauter Zirkussachen. Ja, nö, okay. Schwupp. Sweetwater war also jetzt nicht eingezeichnet. Drachensand weiter südlich, nehme ich mal an. Oder Paradiestal weiter. Oh, Also südlich geht's hier nicht. Also wir gucken mal westlich ins Paradiestal. Und zwar westlich von Abdul aus. In der Hoffnung, zu seinem Brunnen finden. Einsiedlerinsel. Lauf! Oh, das sind Kisten. Lauf! Ja. Okay. So, wir sind westlich von Abdul. Auf einem Vulkan. Du Tag des Schutzes. Oh oh. So war es eigentlich nicht geplant. Ist es hier unten? Gar nichts. Was mache ich hier unten? Keine Ahnung. Ich komme nur nicht wieder raus. Weil wir so hoch nicht fliegen können. Oder? Kommen wir hier hoch? Pixel Climbing? Na komm. Nee, kommen wir nicht. Flieg. Das ist garstig. Das haben die absichtlich gemacht. Haben uns hierher gelockt, jetzt stehen sie alle oben und schießen runter. Ne, ich glaube, wir müssen uns hier raus teleportieren. Hier vielleicht? Ah, ja, okay. Lauf. Will ich da reingucken? Ich glaube, wenn ich zu lange stehen bleibe, bin ich einfach nur tot. Obwohl, wart mal. Hier wird es keine Menschen geben, oder? Also keine friedlichen Menschen. Sie können einfach immer wieder Armageddon sprechen. Aber es wird ewig dauern, hier irgendwas umzubringen. Oh. Oh ja, wir sollten uns eigentlich hier verabschieden. Oh. Das da könnte der Brunnen sein. Du? Naturregen. Du? Sternfeuer. Komm, bring mir jetzt ein, zwei Gegner da um. Du? Meteorregen. Wusch. Und Gerogon, koste mal. Verjüngend. Ist irgendjemand noch alt? Du bist noch alt. Verjüngend. Oh. Du toter Wecken da. Flieg.
Also, das da ist der Jungbrunnen. Karte. Da. In der Nähe von dem Teich. Das merken wir uns mal. Oh ja, sehr garstig hier, du. Kraftheilung. Irgendjemand, ja, das reparieren bitte. Repariert. Du reparier das. So, Sweetwater. Wir würden gerne nach Sweetwater. Sweetwater westlich vom Paradiestal. Nee, da ist nur Wasser. Okay, dann nördlich. Nach Paradiestal? Okay. Du fliegen. Ah, genau, da oben war Sweetwater. Okay. Flieg, 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 flieg. Kiste. Du. Entschärft. Geh rüber und sag wieder sein O. Oh. Okay, ein, zwei Schleifen fliegen. Oh. Was haben wir da? Glück plus 18. Und ein Sternbogen. Ups, und weiter. Repariert. Du nimmst meinen Sternbogen, der ist besser. Wenn du hier noch irgendwo Platz findest in deinen Kräutern. Genau. Verzaubern Sternbogen. 2 bis 5 Elektroschaden. Zip. Das kann das weg, das kann weg, das kann weg. Der Glücksring. Brauchen wir plus 18 Glück? Ausdauer, Geschick, Zauberpunkte. Nicht wirklich. So, aber jetzt weiter. Sweetwater wollten wir. Sweetwater. Hier ist die Kreuzung. Das heißt, hier müsste gleich die Abzweigung kommen. Sweetwater, sehr schön.